Willkommen zurück, Leute, zu Edna bricht aus. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal direkt zum Lüfter wieder. So, rein damit. Mit Edna und ihrem HW, weil... Boah. Muss er ja nicht überprüfen, wie sie hier rausgekommen ist. Wir gehen hier wieder durch das Büro. Den Weg, den wir schon kennen. Der ist da ja noch drin im Schrank, nehme ich mal an. Haben wir hier eigentlich irgendwas übersehen vielleicht? Was man noch mitnehmen könnte? So... Das, die Pokale, Schublade. Können wir die Schublade vielleicht noch aufmachen mit irgendwas? Hier mit unserem kaputten Stuhlbein zum Beispiel. Hm, damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Hm, dann wieder mit unserem Harvey-Trick. Manu. Die ist nicht verschraubt, die ist verklemmt. Ach so. Dann Kuli? Ich bin nicht hier, um auf... Nee, sollst du aufräumen? Ich bin... Ja, okay, aufräumen ist für mich nicht Kuli an Schublade verwenden. Mit dem Poloschläger? Ich bräuchte eher was spitz... Aber dann war das doch gar nicht mal so schlecht hier. Hm, damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Und wenn du einfach hier so ein Heftchen nimmst oder hier die des Zeitungsdings, das hier. Hast du das jetzt gemacht oder nicht? Warte mal, benutzen, 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 hallo, benutzen das mit Schublade. In diesem Bild holt Captain Unbrauchbar sein Erspartes aus der Sockenschublade. Ja, aber du solltest das anwenden. Ich bin nicht hier, um aufzu... Mhm. In diesem Bild... Ich weiß nicht, warum sie das dann beschreibt, statt zu sagen, dass es nicht geht oder so. Es irritiert mich sehr. Was sagt Harvey dazu? Harvey. Harvey passt in keine Schublade. Nee, soll er ja auch nicht. Manu. Irgendwas... Weiß ich nicht. Noch was Spitzeres oder so? Hm. Und das kombinieren? Kann man die Sachen kombinieren? Stuhlbein Noah hat keine Chance gegen Captain Unbrauchbar. Okay. Befreiungsutensilien der ersten Stunde. Irgendwann baue ich eine Vitrine für die beiden. Die kommt fast dazwischen, aber nicht richtig. Stuhlbein. Hm, damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Also entweder sie brauchen ein ganz anderes Utensil oder man muss irgendwas kombinieren. Wir gehen mal erstmal wieder raus hier. Ja. Die Pflanze. Irgendwas muss ja auch hier mit der Pflanze noch sein. Und hier, was? Dachluke. Nochmal ansehen. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. 40 Liter. Red mal mit dem Fenster. Use the Luke Force. Benutzen. Das ist zu hoch. Sicher finde ich einen besseren Ausgang. Vielleicht mit diesem, mit der Säule? Ach. Ah. Hm. Okay. Jetzt habt ihr sie da wieder hingestellt. Dann können wir die aufmachen, aber dann geht sie ja rein. Also müssen wir ihn irgendwie hier reinlocken. Dann ist der Typ hier drinne. Unser Wächter. Und dann stellen wir die Säule davor. Und tada. Und dann ist er da eingesperrt. Hm. Aber wie kriegen wir das hin? Weiß ich nicht, weil wenn sie sie aufmacht, benutzen. Benutzen hier, das geht immer gar nicht. Ansehen. Nee. Ich kann das immer nur so mit nimm, glaube ich, oder allgemein. Geh zu, Tür. Wie machen wir das denn mal? Ich gehe mal zum Flur. Der weiß ja jetzt nicht, dass wir da sind. Um die Ecke können wir nicht einfach gehen. Können wir irgendwie HW dafür benutzen oder so? Benutzen. HW mit... Ja, mit Ausgang. Weiß ich nicht, ob das geht. Warte mal, ich speichere mal wieder. Weil hier habe ich keine Lust, das nochmal dann zum Mann hierher zu kommen.
So, und jetzt nochmal benutzen. HW. Mit. Ja. Ihm hier. Nee, geht gar nicht. Okay. Red mal hier mit ihm. Hallo, Harvey. Hallo, Edna. Und jetzt wieder nix, was ne? Gibt's? Nix. Ach, nichts. Okay. Dann Harvey mit Ausgang. Nee, jetzt geht das mal nicht mehr, wenn ich es dann wirklich mache. Können wir hier dem Comic-Heft geben oder so? Können wir dann mal machen? Oder sollen wir den von der Zelle aus wieder ablenken? Dass der hier zum Beispiel was liest, zum Beispiel den Comic. Und dann, oh Mann, jetzt komme ich wieder auf so Ideen, wo ich doch wieder zurück muss. Schade. Aber wozu dann das Ablenkungsmanöver mit der Säule, ne? Benutzen. Kannst du denn jetzt noch da durch? Und wenn sie dann hier einfach nochmal reingeht in die Tür? Wir müssen ja dann anscheinend eh nochmal zurück. Komm, wir wagen es mal wieder. Hey! Hey! Oh, oh. Ich verdufte lieber. So, der kommt jetzt. Der kommt ja auch hinterher. Warte gefälligst! Geh mal jetzt da rein. Dann könnte man auch durch den Schacht wieder gehen. Oder in den Schrank. Oh Gott, nein. Dann lieber... Mist. Was soll das? Wie kommst du nur dazu? Wie bist du... Ja, okay. Blabla. Ja. Also das... Okay, Hudi. Ich weiß zwar nicht, wie ja. du... Aber eins... Ist auch klar, dass du das nicht weißt, wenn keiner in die Zelle geht und mal danach guckt. Aber jetzt können wir nochmal mit dir reden und vielleicht müssen wir das sogar... Hey? Was willst du denn jetzt schon wieder? Guck mal. Lass mich raus, das ist ein Notfall. Ich will gerne noch mehr über Minigolfs. Vergiss es einfach. Ja. Vergiss es. Ja. Der ist so doof. So, benutzen. Vielleicht jetzt das Comic-Heft, das voll Interessante mit dem Gitter. Hier ist was zum Lesen. Oh, danke. Na, und liest er jetzt voll beschäftigt und ist da voll vertieft und so? Wir werden es rauskriegen. Indem wir jetzt nochmal den ganzen Weg zurückgehen. Das ist ja Gott sei Dank nicht weit, ne? Ist ja gar kein Problem. Dass der, ich meine, der sitzt da die ganze Zeit und das ist eigentlich so hohl. Dass er da sitzt und denkt, sie entkommt immer durch die Tür oder ich weiß auch nicht. Ja, okay. Ich wollte in den Schrank, aber in den Schrank geht ja gar nicht. Aber ich wollte durch den Lüftungsschacht und da war er dann schon drinne. Ich glaube auch nicht, dass wir das so machen sollen. Aber irgendwas muss es ja mit auf sich haben, dass wir die Säule auch benutzen können hier. Geh mal in den Flur. Oh Mann, er liest ja gar nicht. Und das Comichaft haben wir immer noch. Ach so. Dachte der, wenn er das jetzt nimmt, das ist voll der Plan. Jetzt ist er abgelenkt oder so. Irgendwas muss man machen können. Wir reden nochmal mit dem Gehirn. Mit Bobo. Hi, Bobo. Hallo, Edna. Was führt dich zu mir? Weißt du, wie ich an diesem Wächter an der Treppe vorbeikomme? Weißt du, wie ich an diesem Wächter an der Treppe vorbeikomme? Ich weiß nichts von einem Wächter an der Treppe. Allein der Begriff Treppe hat wenig Relevanz, wenn du ein Hirn im Glas bist. Aber du und dein kombinatorisches Geschick können ihn sicher leicht abschütteln. Okay. Ciao, Bobo. Ciao, Bobo. Und sie ist immer noch so optimistisch. Das mag ich an Edna. So egal, wie aussichtslos es gerade ist. Ciao, Bobo. Yay. Ja, nimm doch die Alf-Puppe oder so. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren, aber... Okay, können wir irgendwas noch mit den Kartons reden? Der Gesprächsstoff zwischen mir und den Kartons ist begrenzt. Wir kommen aus unterschiedlichen sozialen Mikrokosmen. Ja, das stimmt. Reden mit, oder nehmen nochmal alles mit... Da dürfte kaum noch etwas heil sein. Ja, so wie du damit umgegangen bist. Mixen. Ich will den nicht. Dann nimm das hier. Schmeckt nach Ananas. Das ist radioaktiv, aber okay.
Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Dein Wunsch ist gewährt. Sehr schön. reden mit Alf? Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ich lach mich tot. Ich fand den auch immer doof. Naja, obwohl, ich habe ihn früher tatsächlich als Kind geguckt. Aber ich habe wirklich auch nicht immer alles lustig gefunden. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Ansehen. Nee, wenn, dann nehmen wir was mit. Kittel nochmal, Wäsche. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Nehmen Reagenzgläser. Da komme ich nicht ran. Ach so. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Wenn wir das Licht nochmal ausmachen, fällt mir ein. Mach mal aus hier. Dann sieht er ja vielleicht auch irgendwie was nicht. Und wenn wir dann weglaufen und so, dann verirrt er sich vielleicht hier drin und dann können wir die Säule davor stellen. Das ist es doch. Das ist zu gut, als es nicht klappt. Komm. Hey! Hey! Oh, oh. Du Dussel. Ich verdufte lieber. Ja, komm mit. Warte gefälligst! Ja, komm mit. Was soll das? Oh Mann, aber warum findet wie er mich jetzt? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du nach Marsch zurück? Willst du meine Antwort hören? Läppisch. Oh, musst du schon früh... Yep. Und wenn wir uns auch einfach mal hinter die Tür stellen? Okay, gut. Ja, dann gehe ich jetzt nicht den Weg, sondern lade hier einfach nochmal neu jetzt. So, komm. Dann gehen wir nochmal wieder in den Flur, als wäre nichts gewesen. Ja, Lichtschalter. Er macht das ja immer auch irgendwie so. Und vielleicht müssen wir das Fenster auch noch abdunkeln, damit das nicht so hell ist. Ganz schön hoch hier. Bin ich etwa in einem Turm gefangen? Wie romantisch. Muss man das hier irgendwie abdunkeln? Und nutzen das und das? Die Erstausgabe sollte man hinter Glas aufbewahren. Aber ich bin ja auch gerade hinter Glas. Ja, das ist schön gedacht. Benutzen Wäsche. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Würde sie ihren ausziehen, wäre sie wahrscheinlich auch nackig. Und wie gesagt, neue Klamotten wären auch nicht schlecht. So sieht man auch immer, dass sie gleich eine Patientin ist. Können wir das hier irgendwie aufdingseln? Ich muss es nicht kaputt machen. Es ist ja gar nicht abgeschlossen. Es ist nur einfach zu hoch, oder was? Dann, wir müssen halt die Treppe benutzen. Können wir das, die Lampe vielleicht auch nochmal ab... Weil das ist hier an der Ecke halt so hell und ich glaube, wenn wir uns aber hier hinstellen... Ich habe keine Ahnung, ob der uns dann bemerkt. Vielleicht geht er dann eher in die Ecke und wir können raus. Also ich versuche das jetzt nochmal. Muss es ja eine Möglichkeit geben. Habe ich das nicht ausgemacht oder an? War das jetzt an oder aus? So, ist ja noch an, ne? Warte, benutzen. So, jetzt aber. Er stellt sich ja auch immer irgendwie so ein bisschen hinter die Tür. Hallo. Hey. Hey. Oh, oh. Ich verdufte lieber. So. Warte gefälligst. Ja. Komm, schnell. So, da an der Ecke. Oh. Und zwar, warum war sie denn jetzt nicht hinter der Tür? Was soll... Blablabla. Bla, 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 bla. Ja. Wie doof. Das ärgert mich jetzt. Okay, Houdini. Ich weiß... So, ich lade jetzt wieder neu. Da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass der... weiß ich nicht. Das ist doch doofi. Benutzen. Kann sie jetzt hier die Sachen irgendwie noch besser angucken? Also, sie stand jetzt hier voll in der Ecke, aber dann steht sie vor der Tür. Obwohl sie hier stand, war sie dann davor. Anstatt in der Ecke und dann hätte er sie doch gar nicht gesehen. Warum nur?
Vielleicht muss man hier auch irgendwas hintun oder so, dass er ausrutscht oder sich wehtut oder... Also ich glaube einfach, dass er selber hier in die Ecke gehen muss, damit wir rausgehen müssen. Das wäre für mich so am logischsten, aber es ist sehr hell hier. Ich kann das aufmachen. Oh, ich kann das Fenster aufmachen. Alles klar. Die Idee hätte ich auch früher kommen können, aber ich dachte, sie macht es nicht auf. Warum macht sie das Fenster auf und ich... Nee, komm mal wieder hier rum. Hier den Schacht kennen wir ja auch schon. Was ist denn hier außen eigentlich? Sie läuft hier echt so... Oh, das ist toll. Was ist das denn hier? Antenne. Ah. Sie sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Können wir das irgendwie benutzen? Ich glaube, das ärgert viele da drin. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Was zum Kuckuck? Nicht schon wieder. Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Ach, was soll's. Da muss ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Das ist doch aber blöd. Dann ist er doch... War da doch so viel besser abgelenkt. Und hier sind wir dann wieder zurück. Aha, dafür ist es also gut. Was ist, wenn wir jetzt nochmal zu den anderen Fenstern gehen? Hier? Ansehen. Nee, komm mal hierher. So, anschauen. Hallo, guck dir doch mal die Fenster an hier. Oder mach die auf. Oder ich habe das Fenster übrigens einfach nur mit Rechtsklick irgendwie aufgemacht. Das hat mich irritiert. Nee. Gitter benutzen. Das kriege ich so nicht auf. Ich brauche mein Werkzeug. Na dann. Nein, damit... Dann mit dem Nagel. Sehen Sie nun die erstaunliche Edna und ihre tanzenden Fußnägel. Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Und zack sind wir hier wieder. Aber jetzt sind wir hier frei. Das ist doch schön. Ich glaube, das ist nicht schlecht, dass wir jetzt hier sind. Kannst du dann auch bitte wieder hier zurückgehen? Oder? Ja. Okay. Was könnten wir denn den Typen auch nochmal andrehen hier? Dem... Hier, wir könnten ihm noch einen Golfschläger geben. Auf die Idee bin ich auch noch gar nicht gekommen. Dabei ist es auch sehr offensichtlich. Ich hatte halt andere Ideen. Jeder hat halt so seine Ideen. Ich hatte zuerst an anderes gedacht. Wir reden mal mit ihm. Hey? Was willst du? Aber wenn wir mit ihm reden, dann... Vergiss. Ja. So, Golfschläger, schau mal, was für einen tollen ich habe. Ich will hier raus. Vergiss es. Poloschläger nochmal ansehen. Ist der nicht gut genug? Ich habe einen Poloschläger und ich werde ihn benutzen. Dann benutze ihn mit... Ach so. Ich vergiss. Dann macht sie Remi-Demi, aber ich wollte eigentlich so, dass, ja, dass sie das anspricht, den Schläger, aber das geht anscheinend nicht. Lexikon... Poloschläger, der. Der Poloschläger. Und er fährt ja eigentlich so drauf ab. Gitter, das. Gittern? Selten, ich gittere. Vergleiche R22. So, ist schön. Kannst du das... Ja, ja. Nicht daran benutzt, sondern mit ihm darüber reden, verdammt. Hey? Was will... So, warum kann ich jetzt nicht mein Inventar benutzen? Das ist doof. Ich würde... Wer will... Hab ich dir schon... Yep. Erzähl mir über deinen Schläger. Erzähl mir, mein Vater, mir wird ganz dudelig. Anderes reden, Schluss, mit einer Hase möchte mir was sagen. Erzähl. Ich hab dir mein F... Yep, ein Gro... Ja, dann hat er ja natürlich... Dein Vater... Hey, ich kann... Er hat... Entschuldigst du mich? Was? Ich wollte dir nichts sagen. Psst, spiel einfach mit. Der Typ ist todlangweilig. Ja, witzig. Ja, ja. Ja, wir sind immer noch verrückt. So. Ich
wollte ihm den Schläger geben, hat aber doch nicht geklappt. Ich dachte, das wäre jetzt so was voll Cooles für ihn, aber dann nicht. Comic hat er ja... Hey, das ist kein... Du solltest Captain Unbrauchbar mehr Respekt entgegenbringen. Respekt? Hä? Wieso? Weil nur die Energie des Respektes Captain Unbrauchbar übermenschliche Kräfte verleiht. Ach so. Na gut. Ja, Lexikon an das Gitter, dann liest du das nur wieder vor, nochmal das Comic-Heft. Hier ist was zum Lesen. Oh, danke. Doch komisch, dass er das nimmt. Und ist verschlossen. Was hast du erwartet? Komisch, dass er das Comic-Heft nimmt, aber wir haben es immer noch. Deswegen dachte ich, vielleicht haben wir irgendwas noch nicht gemacht. Harvey, red du doch mal mit ihm. Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Nein, das hatten wir alles schon. Das hatten wir alles schon. Das ist doof. Hätte ja klappen können. Aber zumindest haben wir jetzt ja auch die eine Seite hier frei gemacht. Also wir können jetzt hier von beiden Seiten raus. Wo ich mich wieder frage, wenn der Typ jetzt kommt und wir da schnell durchgehen und so, und dann von der anderen Seite und wir können jetzt hier von allen Seiten raus. Sozusagen. Wir versuchen es nochmal. Hey! Oh oh, ich verdufte lieb. Irgendwas muss ja mal klappen. Warte gefälligst! So. Und jetzt möchte ich gerne interagieren. Geh durch den Schacht. Warum geht sie da eigentlich immer hin? Was soll das? Bei dem anderen hat sie es auch nicht zu machen. Oh, Mann, läppisch. Warum musst du schon früher aufstehen? Ja. Okay, Houdini. Ich war... Ja. Ja, ich weiß nicht, warum sie dann da von hinten zu ihm wieder rüberläuft, anstatt durch das Gitter rauszugehen. Ich kapier's auch irgendwie nicht. Ich würde sagen, schreibt mir doch einfach mal eure Ideen in den Kommentarbereich. Es sei denn, ich nehme dann im Anschluss schon auf. Das könnt ihr ja vorher nicht wissen. Aber es würde mich trotzdem interessieren, was ihr für Ideen habt. Wie immer einfach reinschreiben irgendwie, was würdet ihr für Fluchtmöglichkeiten noch in Erwägung ziehen. Wir haben ja jetzt eigentlich zwei Wege. Und das, was für mich jetzt so am schlüssigsten ist, dass sie wieder das Gitter und dann hinten raus. Und, das hat ja schon wieder nicht geklappt. Keine Ahnung, warum sie ihm dann in die Arme läuft. Also... Ist aber so, genauso wie das mit dem hinter die Tür stellen anscheinend nicht richtig klappt. Dabei wäre das mit der Säule, dass er dann da drinnen gefangen ist, ja auch eine gute Idee. Aber vor allem könnte sie dann hinten nochmal raus durchs Fenster rein und sagen, hey, warum willst du mich eigentlich gefangen nehmen? Und beide wären dann gefangen, aber gut. Das ist auch blöd, dann würde sie ihren Fluchtweg verraten, wenn ihr wisst, was ich meine, mit dem übers Dach krabbeln. Keine Ahnung, wir sehen uns in Edna bricht aus, Leute. Danke fürs Zuschauen und bis dann.